Hey, mein Name ist Maria. Ich bin 12 Jahre alt und gehe auf die Dinter-Oberschule Brunner in die Klasse 6C. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen, Turnen, Albern und mit Freunden treffen. Und ich mache bei Dinter TV mit, weil es Spaß macht und weil ich lernen will, wie man Videos bearbeitet. Das war's von meiner Seite aus und ich gebe weiter an Melissa. Hey, ich bin Melissa und gehe auf die Dinter-Oberschule Bonner in die Klasse 6C. Ich mache bei Dinter TV mit, weil es mir einfach Spaß macht, vor oder hinter der Kamera zu sein. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen, Schwimmen und mit Freunden treffen. Ich heiße Jonas Lamert und bin 12 Jahre alt. Und meine Hobbys sind Malen, Fahrradfahren und Fotografieren. Und ich gehe in der Dinter-Oberschule, Brunner. Und ich mache in der Dinter-TV mit, weil ich wollte wissen, wie es ist hinten, also vor die Kamera und hinter die Kamera ist und sowas. Ja. Hallo, ich heiße Jan Lukas Jaschop, ich bin 12 Jahre alt in der Klasse 6B der Dinter-Oberschule Bonner. Ich bin bei der Feuerwehr, fahre viel Fahrrad und game Minecraft. Und ich bin bei Dinter TV, weil ich lernen will, wie man Videos schneidet. Hallo und herzlich willkommen zu den Dinter Kids. Wir haben uns die Zeit genommen und haben die Schüler der Dinter Oberschule Bonner abgefragt, was man an dieser Schule so verändern kann, wie es ihnen so gefällt und vieles mehr. Wir hoffen, dass euch unsere Umfrage gefällt und jetzt habt einfach Spaß beim Zugucken und bleibt dran. Wie findest du die Schule so im Allgemeinen, also die Lehrer und so? Ganz cool eigentlich, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber bloß einige Lehrer, da könnte man auch ein bisschen was ändern. Ja. Was für Fächer würdest du abschaffen bzw. neu dazu holen? Eigentlich bräuchte man ja alle, bloß in den einzelnen Fächern eben da, dass man da was rausnimmt, was man eigentlich für den Rest des Lebens überhaupt nicht braucht. Englisch. Also abschaffen und dazu holen, nix. Eigentlich kein Fach weg. Was würdest du an der Schule verändern? Naja, auf jeden Fall, dass nicht mehr gedrängelt wird, die größeren. Eigentlich nichts. Nö, ich finde eigentlich, okay, ja, die Toiletten. Ja, und dass da eben mehr Klopapier ist. Also bei uns Mädchen ist eigentlich fast nie was da und dann müssen wir uns egal was bei den Jungs holen. Was könnte man deiner Meinung nach an der Schule besser machen? Längere Pausen. Na, man könnte an der Schule eigentlich besser machen, dass man das mit den zweiteiligen Seiten lassen könnte und dass die Klassen eher in den Klassenzimmern bleiben und dass die Lehrer hin und her sollen. Nichts eigentlich. Man könnte vielleicht dafür sorgen, dass die Schüler Möglichkeiten haben, das zu tun in der großen Pause, was sie möchten, aber den Regeln entsprechend. Und zwar, die einen sollen sich bewegen können, sollen die Spielekiste nutzen, da klemmt es manchmal. Oder sollen auch Basketball spielen, da klemmt es auch manchmal, das müsste verbessert werden. Und die anderen sollten da ihre Ruhe finden. Das ist ja bald geplant. Und wir sind schon gespannt auf die Generalprobe ab nächster Woche. Wie gefallen dir deine Mitschüler? Ganz okay eigentlich. Also die meisten gehen, die anderen nicht. Und die meisten, die ärgern jemanden. Die anderen, die sind total plemplem. Und ja, die sind alle nett und ja. Meine Kollegen Lehrer, die gefallen mir eigentlich durch die Bank weg alle gut. Ja. Warum bist du an dieser Schule und nicht in Regis oder auf dem Gymnasium? Weil es näher an meinem Zuhause ist. Wenn ich jetzt in Regis gegangen wäre, dann könnte ich zwar länger schlafen, aber dazu hatte ich keine Lust, mit dem Bus oder Zug zu fahren. Weil die Schule näher ist und weil, ja, keine Ahnung. Weil ich aus diesem Ort komme? Weil ich Bonnerin bin und weil ich hierher gehöre. Wie finden Sie diese Schule eigentlich? Sehr gut. Naja, es gibt viele Zänkereien und so.
Was aber, ja, eigentlich findest du ganz gut. Ja, sehr schön, ja. Okay. Was kann man hier verbessern? Der Plan ist ja hier Ruhezonen auf dem Hof zu machen. Das wäre ganz gut, damit die nicht alle rumrennen wie bekloppt und sich schubsen. Und die, die wollen und aktiv sind, die dürfen da drüben auf der anderen Seite toben, spielen, rennen und so weiter. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Na, was kann man denn hier ändern? Eigentlich nichts. Wie finden Sie Ihre Kollegen? Ja, durch die Bank nett. Ich bin ja neu hier und alle haben mich gleich unterstützt, geholfen, immer gefragt, was sie machen können. Durch die Bank gut. Wie findest du deine Mitschüler? Diese große Frage. Ja, also manche finde ich cool, manche sind eher so, ja, zank aus und so. Aber eigentlich, ja, geht die Klasse. Sehr nett, alle.